So. Die waren noch nicht wieder auf Tour, ne? Genau, okay. Dann lass mal weiter düsen. Das heißt, wir müssen zum nächsten Depot, um diese Kiste zu öffnen. Und da ist Eis. Pure Eis, großes Eis. Sollen wir das mitnehmen? Ja, komm. Ah, nee, geht ja nicht. Uahaha. Nö. Nö. Ich nehme lieber die Kiste mit, als wie das Eis. Stimmt, ich kann ja nur eine Heavy-Dings tragen. Eine große Sache. Oder man platziert die Kiste einfach. Oder wie gesagt, wir platzieren die einfach auf den Zug. Ich weiß nicht, ob das geht. Müssen wir gleich mal gucken. Das geht bestimmt, ne? Warte mal. X. Ah, Place, das geht. Tatsache. Ich platziere die mal hier. Hier steht sie mir sicherer. Irgendwie, nicht, dass wir die irgendwie unterwegs verlieren. Ja, cool. Nice, geil. So, weiter geht's im Text. Überhör der Hämmer, der Hämmer in the morning, da ist Holz. Ich um mein Holz. Da ist Scrap Metal. So. Leider nichts. Leider gar nichts. No win. Das ist einfach mega praktisch, das Teil. Muss man einfach sagen. Das ist mega praktisch. Das ist richtig gut. So. Ach, wie schön. Da ist eine riesen Nuss. Ist da was drin? Nee, ne? Nö. Dachte erst vielleicht. Und da ist das, was auf dem Dings ist. Was auf dem Gleisen ist, was ich vorhin schon gesehen hatte. Sollten wir mal die Bremse ziehen und uns mal erlösen von dem. Nein, ich hätte gern mit der 3. Ja, die 3 bitte. So. Da komme ich da auf die Insel? Nee, ne? Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob man einfach auf die anderen Inseln auch kommt oder so. Weil es so gut ging. Deswegen. Ich frage für einen Freund, ob das einfach geht. Und was war das für ein Vieh, was da über uns weggeflogen ist? Kommt uns das auch nochmal irgendwann besuchen? Kundschaft quasi. Hey, Leder, juhu. Die Jungs haben wieder gesammelt, ne? Hallo? Ja. Danke. Danke. Überhör der Hämmer. Überhör der Hämmer. So. Überhör der Hämmer. Ich hab voll den Ohrwurm jetzt davon. Der Hämmer in the morning. So. Gut. Holz nehmen wir auch wieder mit. Kohle wäre ganz schön, wenn wir es finden könnten. Das ist wie so ein bisschen Angeln, ne? Mit dem Dings. Das ist halt mega witzig. Und piu! Wünscht man sich manchmal so in echt, ne? So, um von der Couch so die Fernbedienung zu holen, so. Piu! Komm her, Fernbedienung! Ich brauche dich jetzt hier in meiner Nähe. So, da ist Kohle. Das sehe ich doch. Von hier aus. Kilometerweit. Nice. Sehr geil. Oh, damit kann ich auch nicht rennen. Fällt mir gerade auf. Und wir können... Warte mal. Ja, Cold Chunk. Doch, ist richtig. Wir können unsere Rüstung mal anbauen, ne? Wo haben wir die denn reingetan, die Rüstung?
Wir hatten doch noch eine zweite Rüstung, ne? Wo habe ich den reingeknallt? Wo hatte ich denn... Hä? Wir haben noch ein zweites Shield gebaut. Hatten wir das zweite Shield schon benutzt? Hä, bin ich jetzt doof? Da ist es. Da, ich wusste es doch. Use. Und zack, wieder auf die Brust. Und wir haben wieder Kohle. Juhu. Nice. Bisschen was einsortieren wieder. Leder. Dann haben wir wieder Scrap Metal. Boah, die Scrap Metal Container werden so voll, ne? Brauchen unbedingt neue Kisten. Brauchen unbedingt neue Kisten. Ja, komm, packen wir nochmal ein Holz da rein. Definitiv brauchen wir neue Kisten. Ich würde jetzt noch einmal unser Inventar füllen. Und da würde ich mal gucken, ob wir nochmal ein paar Kisten sammeln. Weil das würde jetzt schon Sinn machen. Das würde jetzt schon echt Sinn machen, weiter mehr Kisten zu kriegen. Ich hoffe, wie gesagt, irgendwann, dass wir größere Kisten bekommen, weil der Platz wird echt eng mittlerweile. So, das nehmen wir auch noch mit. Und da nehmen wir noch Scrap Metal mit. Hat sie da unten versteckt. Da unten auch. So, oh, Holz, Moment. Uah. Zweimal sogar. Zweimal, alter Schwede. Da ist auch Scrap Metal am liegen, wenn ich das richtig sehe. Holz. Scrap Metal. Essen. Vorsichtshalber. Und wie man sein Inventar erweitert, das wäre noch interessant zu wissen. Aber das kommt wahrscheinlich alles mit der Research-Bank, dass man da noch ein bisschen researcht. Ob man da wohl hinkommt? Und ob da auch was ist? Hilfe, ich sehe nichts. Entschuldigung. Da war Nebel. Warte mal. Das ging mir jetzt alles ein bisschen zu schnell hier. Ich habe jetzt den Überblick verloren. Ob hier vielleicht doch noch was ist. Weil manchmal geht das echt so ein bisschen schnell. Da zum Beispiel ist Holz. Und ja. Er hat noch nicht wieder gesammelt, der Gizmo. Okay. Ach, wie schön. Ich glaube, das war's. Hoffe ich. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Essen. Ja, ist eine gute Idee. Wir haben schon wieder Raw Meat auch bekommen. Was sehr gut ist. Was uns ja sehr, also mehr sättigt wie alles andere. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Plum, plum, plum. Plum, plum, plum. So. Da schweben wir dahin und fahren dahin. Ist das Kohle? Nein, das ist Eis, ne? Mann, du Schlingel. Ich dachte, gibt's ein bisschen Fett ab oder so. Fett ab, Fett ab, Fett ab. So, das nehmen wir mit. Da drüben war auch noch irgendwas. Ich sollte mich hier wieder ein bisschen beeilen. Der Zug fährt wieder unaufhaltsam weiter. Aber was ich auch schon in einigen Folgen gesagt habe, ich weiß gar nicht, welche Folge wir mittlerweile sind, dass mich würde mal interessieren, ob das alles prozedural generiert ist. Oder, oh, da ist Holz. Oh, warte mal.
Ist das alles prozedural generiert oder... Oder ist das vorgegeben, das Level? Also ob sich das selbst alles irgendwie immer generiert vorher und dann... fährt man da halt einfach durch. Oder ist das bei jedem Spieldurchlauf anders? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so prozedural auch erstellt wird. Vom Gefühl her jetzt. So, er hat hinten da gekotzt. Das habe ich gerade noch mitbekommen. Not enough space. Full inventory. Juhu. So, Switch Break. Das heißt also, wir können eigentlich mal eben... Das Holz lasse ich mal. Ich will aber das Raw Meat mal eben hier brutzeln. So. Dann... Können wir mal ein paar Barren herstellen. Mit einer Kohle. Machen wir mal 5 Stück, ne? Wir müssen ja auch noch Schrauben haben und so. Hier kann jetzt auch eine Kohle rein. Die lasse ich auch da drin. So. Dann essen wir mal eben. Dann würde ich sagen, hatten wir nicht noch mehr Raw Meat? Nee. Können wir das auch mal eben brutzeln hier. So. Schrauben brauchen wir. 2-mal. Ich würde jetzt hier ein bisschen weiter ausbauen, unser Lagersystem. Vielleicht auch nochmal gleich ein paar Kisten bauen. So. Dann lass mal gucken. Wir brauchen erstmal das Baumenü, das Crafting Book. So, warte. So. Hat übrigens einer in den Kommentaren auch geschrieben, dass man das ja so baut. Also die Kisten da rein. Das habe ich auch erst irgendwann gelesen. Da hatte ich das dann auch schon rausgefunden gehabt. Aber trotzdem vielen herzlichen Dank. So. Barren. Oh, Kohle schon weg. Alter Schwede. Essen. Essen, essen. Oh, und jetzt auch noch trinken, ne? Not enough space. Ach so. Warte mal, den packen wir mal da rein. Und dann würde ich gerne einmal trinken haben. Das, was maximal geht. So. Esse ich mir das noch eben weg. Dann ist das auch Futschi. Kato. Und, ja, Kisten, ne? Kisten. 2 Barren pro Kiste. Das ist aber teuer. Ich hoffe, wie gesagt, dass bald, ich hoffe, dass bald größere Kisten kommen, dass wir die researchen. So, trinken wir mal eben. Wir haben ja einen mächtigen Durst. So. Er hat ja auch noch ein bisschen was gesammelt. Dann bauen wir währenddessen mal schon mal 2 Kisten oder so. Da. Rotate. Ah ja, wir können ja schon mal blueprinten, ne? Das geht ja. Das funktioniert ja. Das ist ja super. Okay, wir brauchen nochmal 4. Brauchen wir nochmal 4 Stück? Okay, wir brauchen 4. Ich glaube, 4 Barren brauchen wir noch. Wenn ich richtig gesehen habe. Boah, die Kohle geht aber auch trotzdem weg, ne? Also die Barren brauchen schon ordentlich. Können wir nochmal Holz nachlegen. So. Huch, dachte schon, läuft eine Maus oder so. Okay, einen Barren brauchen wir noch. Dazu brauchen wir wieder das Scrap Metal, was wir hier haben. So, stellen wir mal her. Gut. Es wird zu langsam in unserem Lagersystem, ne? Gucken, dass wir gleich noch vielleicht noch ein paar Kisten bauen. Vorab können wir ja hier schon mal mit dem Blueprint arbeiten.
Da. So. Dann können wir ja eigentlich hier auch nochmal zwei Barren herstellen, ne? Würde ich sagen. Aber wenn wir schon dabei sind... Also brauchen wir noch einen Barren. Holz brauchen wir auch gleich nochmal, weil es leer wird. So. Hätte ich gerne noch einen. So. Nein. Zack, nur noch einer. Finde ich gut, dass man die Ressourcen einfach da reinschmeißt und dann wird das automatisch dann gebaut. Das finde ich halt supi. So, sehr schön. Haben wir. Das ist ja auch nochmal leer. Holz, Holz voll, Holz voll, Holz voll. Da ist Gemisch mit Tafeln. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das nochmal irgendwo anders hin platziere. Das mit den Tafeln, das gefällt mir noch nicht. Das raus. Das auch raus. Das auch raus. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Voll, voll, leer, voll. Gib mir das nochmal. So, dann sind die vier voll, ne? Das heißt, wir haben vier volle Kisten Scrap Metal, vier volle Kisten Holz. Und wir könnten theoretischerweise die ja abreißen. Und vielleicht als andere Kisten nehmen, erstmal woanders hinstellen oder so. Wir brauchten ein... Was war das jetzt nochmal für die... Für das Regal? Ein Schrauben, eine Barren. Also wir brauchen zwei Barren, einmal Schrauben. Zwei Barren, einmal Schrauben. Dann könnte man da noch was hin platzieren. Zwei Barren, einmal Schrauben. Zwei Barren, einmal Schrauben. Vier Barren. Zweimal Schrauben. Ja. Weil ich überlege gerade, ob wir noch irgendwo ein anderes Regal hinklatschen. Für diese Kisten, die wir noch haben. Weil ich würde nämlich dann, jetzt, wie gesagt, vielleicht... Ja, da kriegen wir, glaube ich, keins mehr hin. Ja, umbauen wäre noch super, aber das kostet ja auch wieder Ressourcen. Dass wir die auf jeden Fall umsetzen, die Kisten. Vielleicht da ins nächste Regal, was wir da hinbauen. So, zweimal. Oh, Feuer. Feuerholz kommt. Feuerholz kommt. Dürfte aber reichen, glaube ich, jetzt Feuerholz. So, Schrauben haben wir. Nö. Okay. Nein. Danke. So, haben wir. Und ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, wir können jetzt zwei... Meine zwei können wir bauen. So, würde ich jetzt genau hierhin platzieren. So, warte. Ja. So, den spare ich mir mal eben. Weil ich jetzt erstmal hier die Kisten umbauen möchte. Mit dem Hammer. Hilfe, der Hammer. So, G, genau. Dann Rotate. So müsste das sein. Die Kiste ist auch leer. So. Und die Kiste würde ich jetzt erstmal... Warte mal. Das Buch. Gib mir mal das Buch her. Krieg ich den dazwischen? Nein, natürlich nicht. Oh doch, warte. Sehr schön. Emma. Und den mal hier hinpacken. Ja, nice. Geil, gefällt mir richtig gut. So, weil dann würde ich nämlich hier den Krimskrams reinpacken. Wo war denn das jetzt? War das hier? Nein, das war hier irgendwo, ne? Da. So. Genau, da kommt das Holz rein. Da ist auch voll. Das heißt, wir haben jetzt... Oh, alter Schwede. Wir haben richtig viel. Und hier erstmal so eine Sonderkiste wieder. Mit irgendwelchen Sonderkrempel. Genau wie hier auch. Aber hier kommt auch nochmal für Scrap Metal hin. Das heißt, ich werde das hier auch nochmal irgendwie anders machen. Vielleicht hier auf der gegenüberliegenden Seite nochmal Regale bauen. Aber das gefällt mir auf jeden Fall schon mal viel, viel besser. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen sortierter, das Ganze. Und ich würde sagen, ja, Scrap Metal. Voll, 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 voll. Voll, voll, voll. Da kommt Scrap Metal rein. Sehr schön.
So, die sammeln ja auch fleißig, ne? So, nochmal Wood. Cabin in the Wood. Und dann gehen wir wieder weiter auf Ressourcenjagd. So. Oh, warte mal. Oh nein, ich höre was. Oh nein, oh nein. Führe ihn. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich glaube, der sitzt irgendwo da. Da sitzt er. Ha! Du kleiner Schlingel! Immer her mit deinem Rohrmiet und mit deinem Fett. Ich bin fett, du bist fett, wir sind fett, alle sind wir fett. Voll fett, ey. So. Also, weiter geht's, unsere Reise hier auf dem Gleis. 9¾. So. Ja, trinken nehmen wir mal mit. Piu! Piu! So, schön, dass wir so ein schönes Lagersystem jetzt haben. Da ist Holz. Es wird so langsam, ne? Es wird so langsam ordentlich bei uns. Jetzt fehlen uns nur noch Wände für den Zug. Das wäre noch ganz toll. Und natürlich wäre geil, wenn wir die Dings bauen könnten, ne? Oh, noch mehr Fett. Die Steam Engine oder Stream Engine, wie sie heißt. Ist nur. Bitte was? Ich hab's nicht gesagt mit dem zweiten Gleis, oder? In irgendeiner Folge? Hab ich's nicht gesagt? Warum sollte man schnell fahren? Könnt ihr euch entsinnen? Irgendwas wird doch klar gleich kommen. Da würde ich doch für wetten. Oder können wir die Schiene wechseln? Ich sollte aufpassen jetzt, bevor ich jetzt hier weiter düse. Weil das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir werden bestimmt Besuch bekommen. Wir haben auch nicht mehr so viel Schuss, ne?